Innovation bedeutet wörtlich Neuerung oder Erneuerung. In der Umgangssprache wird der Begriff im Sinne von neuen Ideen und Erfindungen für deren wirtschaftliche Umsetzung verwendet. Auf dem Papier lässt sich die Innovationsfähigkeit einer Region durch die relative Patentdichte ableiten. Das Bergische Städtedreieck ist eine typische Erfinderregion. Die Patentdichte im Städtedreieck liegt deutlich über dem Landesdurchschnitt, in Remscheid fast doppelt so hoch wie der Landesdurchschnitt. Das macht Remscheid vergleichbar mit Innovationsstandorten wie Bayern beispielsweise. Delphi mit dem Sitz in Wuppertal ist ein Beispiel für die Innovationskraft der Region. Als eines der führenden Unternehmen weltweit im Automotive-Bereich sorgt man hier regelmäßig für Innovationen rund um das Auto der Zukunft. Natürlich ist es ganz wichtig, vorne mit dabei zu sein. Die Automobilhersteller erwarten, dass wir neue Technologie entwickeln, dass wir proaktiv an sie herantragen, dass wir auch gemeinsam mit denen Dinge entwickeln, die wir alleine nicht machen können, weil wir eben die Philosophie des Automobilherstellers berücksichtigen müssen, die von OEM zu OEM natürlich auch variiert. Und das ist ein ganz wesentlicher Vorteil dieses Standorts hier, dass wir eben inmitten der europäischen OEMs, auch fast aller Premium-OEMs, angesiedelt sind und dadurch eben den direkten Kontakt suchen und auch pflegen. Innovationen werden vorangetrieben durch Forschung. Gerade deshalb ist es entscheidend, dass eine Zusammenarbeit mit der Bergischen Universität als wichtiger Partner in der Region diese Innovationskraft unterstützt. Also es gibt sicherlich Ausgründungen aus der Bergischen Universität, Patente, die vermarktet werden, Erfindungen, die an der Bergischen Universität gemacht wurden, bis zur Marktreife gebracht wurden. Junge Menschen machen sich mit solchen Erfindungen selbstständig und vermarkten diese Erfindungen. Recht häufig mit großem Erfolg. Daraus entstehen junge Unternehmen, die sehr schnell wachsen. Für das Bergische Städtedreieck als eine Region, die sich noch mitten im Strukturwandel befindet, ist die Innovationskraft ein Schlüsselfaktor für die Wettbewerbsfähigkeit der hier ansässigen Unternehmen, um auch in Zukunft an den nationalen wie internationalen Märkten bestehen zu können. Wenn jetzt eine große neue Technologie geschaffen wird oder etwas eingeführt wird ins Fahrzeug, dann ergeben sich daraus automatisch wieder weitere Entwicklungsprojekte, die dann die anfänglich eingeführte Technologie weiter optimieren hinsichtlich Energieverbrauch, hinsichtlich Platzbedarf, Gewicht. Also daraus generieren sich eigentlich immer Folgeprojekte.